Das kommt einem doch ausgesprochen bekannt vor, oder? Abgesehen von dem nervigen Geräusch. Gehen wir mal weiter. Waldpoesiebett soll Ideen bringen. Theodor Fontane war auch schon hier. Der hängt sonst nur bei uns im Brandenburg rum. Ah. Ja? Ich hoffe, ich sitze nicht, liege nicht falsch rum. Ah. Na, für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, wo wir sind, wir befinden uns in Hinterhermannsdorf. Das ist quasi in diese Richtung, hinter der Kamera. Und ich dachte, ich verfolge mal heute so ein bisschen Andres Route, habe aber jetzt schon den Pfad, glaube ich, verlassen. Und das hier gefunden. Das ist doch prima, oder? Ich bin jetzt schon müde wieder, jetzt, wo man hier liegt. Das war eine anstrengende Reise, sage ich euch. Anstrengend deshalb, weil ich seit 3 Uhr früh wach bin. Die Reise ging, aus Berlin kommt, über Senftenberg. Von Senftenberg nach Dresden. Von Dresden nach Bad Schandau. Von Bad Schandau nach Sebnitz. Ich glaube, das hieß Sebnitz. Von Sebnitz nach Hinterhermannsdorf. Und die gleiche Strecke geht es wieder zurück. Das muss ich ausprobieren.
Hört ihr das auch? Soll eine Drachenhöhle sein. Ob wir uns da anschleichen können, ohne ihn zu wecken? Ich weiß ja nicht, machen wir mal lieber leise, unauffällig. Morgen liege ich krank im Bett. Schmeckt echt gut. So, ihr Lieben, wir haben die Drachenhöhle gefunden. Und wie es scheint, ist kein Drache zu Hause. Leider habe ich keine stärkere Taschenlampe dabei, um euch einen breiten Eindruck dieser sehr schönen Formation zu zeigen. Aber ich versuche mein Bestes, euch ein paar Eindrücke zu vermitteln. Oh, meine Güte. Langsam zieht der Wind auf. Oh, und ich brauche mal eine kurze Pause. Ich musste schon ein paar Mal das Weite suchen, weil das hier so geknackt und geknarzt hat in den Bäumen. Die sind ganz schön am Durchbiegen. Ich habe irgendwie immer das Glück, die windigen Tage zu erwischen. Naja, ich habe mein Tagesziel gleich erreicht. Das ist so ein Ausblick. Und da muss ich auch schon langsam überlegen, wie ich wieder zurückkomme pünktlich. 17 Uhr wäre mein letzter Bus. Und der muss dann auch pünktlich fahren, sonst schaffe ich meinen Anschlussbus nicht und so weiter und so fort. Hoffen wir mal das Beste. Gut, folgen wir mal weiter. Oh, sieht schon wieder aus wie Sau. Ach. Is that
seid auch irgendwie immer ein Stück schneller, oder? Vor mir. Willkommen auf dem Ausblick. Gerade einen windstillen Zeitpunkt erwischt. Und seit Stunden bin ich der einzige Mensch, der hier scheinbar unterwegs ist. Und mir knurrt der Magen. Irgendwo da hinten, das dürfte, glaube ich, alles Tschechien sein. Zumindest habe ich hier schon den tschechischen Mobilfunkanbieter. Ich glaube, ihr hört mich eh nicht, oder? Schon wieder zu windig. Wir warten mal einen Moment. Oh ja, ich hoffe, bei euch windet es nicht so sehr aus den Lautsprechern. Weil der hat doch ganz schön wieder zugenommen. Aber ihr könnt ja mit mir ein bisschen den Ausblick genießen. Es sind sogar ein paar Wolken am Himmel. Was heißt ein paar? Eigentlich ist der ganze Himmel voll mit Wolken. Verschiedensten Formationen. Ich würde sowas ja gerne aufs Video mitbannen, aber das ist schwierig. Ich glaube, ich brauche wirklich Grauverlaufsfilter. Boah, jetzt kommt der Wind wieder. Oh, mein Kaffee friert sofort ein. Boah, obwohl es angenehme 13 oder 14 Grad sein sollen heute. Ja. Also trotz Wind friere ich nicht bisher. Judy. Hoffen wir mal, dass die Sonne noch mal durchbricht. So, ihr Lieben. Da hätten wir die Lindig-Höhle. Wird wahrscheinlich wie verrückt rauschen, wenn überhaupt was erkennbar ist. Aber hier ist ordentlich Platz, würde ich mal sagen. Knackt das immer so ein bisschen? Schon ein komisches Gefühl, hier drunter zu sein. Das ist Wasser. Ah, okay. Cool, cool. Judy, habt ihr die auch mal gesehen? Halbwegs. Aber hier würde ich nicht unbedingt schlafen oder bufen. Hätte ich kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ha, da kommen Wurzeln durch. Wahnsinn. Irre. Judy. Jetzt haben wir bald 16 Uhr und ich muss langsam meinen Zug und meine Busse und alles kriegen. Jedenfalls kann ich empfehlen, nicht nur in der Woche, also von Montag bis Freitag aufzutauchen, sondern sich dann auch noch Ziele auszusuchen, die irgendwo ganz weit hinten entfernt sind. Für mich haben sich die 5 Stunden auf jeden Fall mehr als gelohnt.